And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword: The Shadow of the Templars. We are still in uh, Morfoco in the Church of Morfoco, and we discovered that in this church there lies the grave of uh, Don Carlos de Vasconcelos. Okay, schauen wir uns die Bibelstellen noch mal an. Psalmen Johannes 4, 11. Korinther 4, 5. Und Psalmen 22, 21. Der Kelch hat mich zu diesen Inschriften geführt, aber das erscheint mir eher als Zufall. The, ich bin immer noch yeah. überzeugt, dass der Kelch selber auch noch eine Bedeutung hat. Das Grab von references. Don Carlos de Vasconcelos. Das muss es einfach sein. Yes. Ich kann es kaum erwarten, das der Gräfin zu erzählen. Aber zuerst einmal muss ich rausfinden, was es mit dem Kelch auf sich hat. We have to figure out, yeah, the meaning of the chalice. Um, I suppose we could ask you about these biblical references or not. Okay, then let's, um, hmm. Maybe, maybe we can already go, go to Spain. Hmm. Let's find out. Um. No, we can't yet. Okay. That means there's something else to do here in Paris. Um. Let's visit the Museum, Museum grün. Maybe Andre has something interesting to tell us. Oh yeah, by the way, is the tripod um, back in its place? Die Vitrine als solche ist intakt, aber da, wo sich ah. das Dreibein Okay. Apparently they didn't receive all. Um, Hi, André. Nicole didn't send Hallo, the tripod yet. Hallo, Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Ah, yes. Das um. ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand: In Occidenta sita est in ora mundi. Die Insel Britannien liegt hm. am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig, auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Als ich in Syrien war, habe ich ein seltsames Götzenbild entdeckt. sah wie ein Kopf mit drei bärtigen Gesichtern aus. Grässlich. Das klingt, als wäre es Baphomet, das Götzenbild, das die Tempelritter beschrieben haben. Die armen Christusritter hatten ein Götzenbild, das so aussah? Angeblich ja. Die Beschreibung des Götzenbildes stammt aus Beweisen, die von der Inquisition herausgepresst wurden. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass auf den Besitztümern der Tempelritter niemals auch nur eine Statue oder ein Götzenbild gefunden wurde. Das heißt, bis jetzt. Aha. Im vorigen Monat wurde eine Statue von Baphomet ausgegraben. Direkt hier in Paris. Hm. Wo? Im Institut Hermétique de Nerval. Die Statue befindet sich unter den Fundamenten. Ein Arbeiter hat sie bei der Renovierung des Gebäudes entdeckt. Hm. That's intriguing. Können Sie mir mehr über die Statue von Baphomet erzählen? Es handelt sich dabei um ein angsteinflößendes Bild, sogar heutzutage noch ein bärtiger Kopf. In den Sockel der Statue sind Symbole der Tempelritter eingraviert. Einer der Arbeiter bemerkte einen seltsamen Fleck am Sockel. Hmm. Er behauptet, dass der Fleck wie Blut aussähe blut? genau. vielen dank für ihre hilfe, andre. keine ursache. then i guess we should visit the institut hermitique de nerval, whatever that means. Um, actually, i'm going to check my french dictionary. okay. while well, george make, slowly makes his way over there. nope. Okay, it's not in my dictionary. Uh, ah, Seat the Baphomet. And there's a man covered in paint residue. Let's talk to the man. Dem Maler scheint das Streichen nicht besonders wichtig zu sein. Zumindest nicht so wichtig wie seine Zigarettenpause. Apparently. Let's talk to him. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Was ist? ich hätte da ein paar fragen. Um, okay, let us just ask him, this painter, about the templars. i'm sure he will know something about that. was sagt ihnen das wort tempelritter? tempelritter? hm, nicht? Nichts. Nichts. hm, i'm not surprised. i'm actually indeed not surprised. Okay, do you know something about painting? Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gauloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir. Das war gleichgültig gemeint von mir. <laughs> Darin sind Sie auch sehr gut. Danke, vive la différence? Hm. ja und was machen sie hier so pause ja ja ich meine wenn sie die pause beendet haben eine pause beenden was für eine interessante vorstellung monsieur sie müssen da wahrscheinlich erst mal drüber nachdenken ich werde noch eine zigarette rauchen während ich dieses neuartige konzept durchdenke vielleicht auch noch morgen hm. okay formulieren wir das mal anders zu welchem zweck wurden sie engagiert um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Hm. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, yeah, sie. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch. <laughs> und was wissen Sie über die Ausgrabung hier? Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Hm. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber sie haben sich nie die Mühe gemacht beizutreten. Stimmt. Aber ich sag ihnen was. Ich finde es erstaunlich was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren. Hm. Was ist denn so ungewöhnliches an den Besuchern hier? Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus. Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat? Ein dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex. Mm. Aber so zieht sich doch kein Archäologe an. Genau, Monsieur, ganz genau. Also wer ist das? Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen. Um, have you seen this man? Haben Sie diesen chance? Mann schon mal gesehen? Ja, er hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt, genau wie Sie. Hm. Haben Sie diesen Mann sch Ja. Ähm... Um, hm. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Okay, let's try to infiltrate the... Digging Dieser side. Schutthaufen stammt wohl von der Ausgrabung, schätze ich. Hey du! Weg von meiner Schutthalde! Hm. Aha. Can do something with this paint bucket. Der Maler hat einen Eimer mit grauer Rostschutzgrundierung dort hängen lassen. Hm. Hey Monsieur, Finger weg von meinem Farbeimer. Okay. Das will ich aber auch gemeint haben, einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln. Hm. Let's go down. By the way, Nerval was actually the name of a um, apparently quite famous French poet, so it's not a, yeah, just a name after all. Ein Wächter steht an der Tür, von der ich annehme, dass sie mm. zur Ausgrabungsstätte führt. Er sieht ganz schön großspurig aus. Naja, eigentlich nicht schön, nur großspurig. Mm. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie? Oui? May I enter the digging site? Was genau machen Sie eigentlich hier? Ich stehe auf Wachposten. Sollte ich Ihrer Meinung nach über Schafe scheren? <laughs> Immer mit der Ruhe. Ich kann doch nicht wissen, dass Sie Wache stehen. Dürfte ich bitte erfahren, was Sie hier bewachen? Das ist geheim. Hm. Es ist nicht zufällig eine archäologische Ausgrabungsstätte. <laughs> ist das eine Frage oder. Oder eine Feststellung. Eine Feststellung. Warum fragen Sie dann? Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das hier kein normales Loch im Boden. Hm. Um. hm. It might be a bit dangerous to ask Tim about the Templars. But let's do it anyway. Was wissen Sie über die Tempelritter? Es entsteht eine lange Pause, während der der Wachposten überhaupt nichts sagt. Dann antwortet er. Nichts? Überhaupt nichts? Ist das irgendwie ein, 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 ein Test? Wie? Sowas wie eine Klassenarbeit in Geschichte? Nein, eher wie ein. Äh, ein, ein Test. Hm. Okay, ja, es ist ein Test. Oh, dann weiß ich absolut überhaupt nichts über die Tempelritter. On the other hand, the man appears to be quite dumb. Der Posten ist erstaunlich ausweichend. Um an ihm vorbeizukommen, wird etwas mehr als nur guter Wille nötig sein. Hm. Es ist wahrscheinlich nicht Idee, aber es Ich habe... Mir fällt eines wäre recht dämlich, ihm den Kelch zu zeigen. Yes. Er könnte ja auch zu der Verschwörung gehören und das wollte ich lieber nicht riskieren. Oui? Sie haben... ...das starke Verlangen zu singen. Möchten Sie mitmachen? No. Hier drinnen wird nicht gesungen. Hm. Um, probably not a good idea to show him this picture either. But let's do it anyway. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, haben Sie? Äh, uh, no. Okay, he's lying. He's most definitely lying. Uh, which means that he's probably involved with the New Templars. Hm. We could show him our dirty tissue. Schauen Sie mal, ein Lappen mit Schminkeflecken. Ah, davon habe ich schon immer geträumt. Wenn Sie mir den geben, dürfen Sie Aha. auch durch diese Türe reingehen. Wirklich? Natürlich nicht. Oh. Bin noch nicht bescheuert. Was soll ich mit dem Schmuddel fetzen? Hm. Wir sehen uns später noch. So. Au revoir, Monsieur. Uh, let's look around. There's something we can do there. Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein mm. Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstduft hereinzieht. Let's turn it down then. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Hm. Or not, okay. Um, ah, there's something there. Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette ist in das billige Furnier geritzt. Hm. Can we enter the toilet? Eine geschlossene Tür. Ah, it's closed. Diese Tür ist abgeschlossen, Monsieur. Could we have the key? By any chance. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ähm. Um. Aber heiß haben Sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedreht. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn's kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Hm. Aber warum, wenn's sowieso warm ist? Okay, I think that. Beim Versuch, in einen verschlossenen Waschraum einzudringen, beschlich mich ein starkes Déjà-vu-Gefühl. Ich möchte gerne in den Waschraum, aber die Tür ist abgeschlossen. Ah, oh, kein Problem. Hier ist der Schlüssel. Danke. Wir sehen uns später noch. Hm. Au revoir, Monsieur. I don't see how entering the Wait wait a minute. Um. am schlüsselring hängt ein großer alter schlüssel, der vielleicht in die ausgrabungstür passen könnte. aha, okay. so that's the reason why we would want to enter the toilet. the toilet, because now we have, we actually have the key to the digging site. Uh, the, the door to the digging site, rather. okay. so, um. Die schaufel mit der die kohle ins feuer geschippt wird steckt im kohlehaufen. So geräumig meine Taschen auch sind, es dürfte mir schwer fallen, eine Schaufel da reinzuzwängen. Ein großer alter Boiler dient zur Beheizung yeah. des Gebäudes. Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer Nachfrage auf ziemlich hohen Touren laufen zu müssen. And when we'll come back, folks, we will figure out a way to enter the digging site. Until next time, folks, until then.